Liebe Freunde der Freiheit, ich freue mich, dass ihr da seid. Es gibt Leute, ich nenne sie mal Jubelperser von der Merkel-Jugend, die sollte man einfach links liegen lassen und das will ich hiermit tun. Wie ich erfahren habe, am Wochenende gehört auch zu jeder guten Rede eine Distanzierung. Ich distanziere mich also von allen Haltungsjournalisten in Dresden. Ich nenne heute ausnahmsweise mal keinen Namen, weil die Liste wäre zu lang. Von was distanziere ich mich noch? Von Grundrechteleugnern distanziere ich mich, aber aufs Schärfste. Bäh, will ich die haben, die sollen weggehen. So, ich habe heute mal einen Zettel gemacht, damit ich mich nie verzettel und mal gucken, ob wir zu allem kommen. Also, ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit der Dresdner Kommunalpolitik. Ich war Wahlmitglied bei der Piratenpartei, die ich aber vor 7, 8 Jahren verlassen habe, bin aber am Stadtrat dran geblieben. Ich habe also letzte Woche, Donnerstag und Freitag, rund 9 oder 10 Stunden Stadtrat geguckt im Livestream, weil mir das zu blöd ist, in der Messe mit Maske rumzutappen. Ich war letzte Woche im Ausschuss für Wirtschaftsförderung. Die Sitzung war öffentlich, es war eine Sondersitzung und ihr glaubt es nicht, es ging darum, Selbsttests zu beschaffen. Leider konnte man als Bürger nur die Überschrift lesen und in der Überschrift stand sowas wie Rahmenvereinbarung zum Kauf von Selbsttests. Ich habe dann mehrere Stadträte angeschrieben oder auch angerufen und wollte wissen, um was geht's denn da? Große Geheimnistuerei, weil es eine Vergabe ist. Vergaben für Lieferung und Leistung bis zu einer Wertgrenze von 250.000 Euro kann die Dresdner Stadtverwaltung, Vulgo, unser geliebter Oberbürgermeister Dirk Hilbert, selber entscheiden. Eine kurze Unterbrechung. Der Demo-Verantwortliche der Polizei hat mir gerade aufgetragen, dass alle, die eine Maske tragen, die bitte auch über die Nase ziehen. Ja. Ich bin auch kein Freund von diesen Ansagen, die ich jetzt gerade mache. Und die, die rauchen, dass sie bitte dann sich außerhalb der größeren Gruppen aufhalten zum Rauchen und dann erst wieder in die Masse reingehen mit Maske. Tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss. So, da bin ich wieder. Also ich distanziere mich auch von unsinnigen Regeln, die jeder jeglicher Grundlage entbehren. Genau. Also, ich war stehen geblieben bei den Vergaben bis 250.000 Euro, die unser geliebter Oberbürgermeister Dirk Hilbert selber entscheiden kann. Die Wertgrenze wurde also überschritten, und zwar, weil man Selbsttests für die Verwaltung gekauft hat, und zwar für den Zeitraum Mitte Mai bis Mitte November. Es ist eine Rahmenvereinbarung ohne eine Abnahmeverpflichtung, und man hat zusammengemanscht die Pflichttests für die Verwaltungsmitarbeiter, die Bürgerkontakt haben, und den freiwilligen Selbsttest. Ich habe ein bisschen gegoogelt, das kann jeder von euch auch machen, habe herausgefunden, es steht auch schon im Ratsinformationssystem, dass es also 2 Firmen gibt, an die die Aufträge vergeben worden sind. Es gab, glaube ich, 17 Gebote, eins kam 52 Sekunden zu spät und ist damit rausgeflogen, ganz nach Recht und Gesetz. Die anderen 16 wurden geprüft und 2 davon haben den Zuschlag erhalten. Und die habe ich mal gegoogelt. Das eine ist ein Selbsttest, der eben kein Selbsttest ist, sondern dazu braucht man Fachpersonal. Der andere ist ein Test, ich glaube, der eine ist ein Spucktest, der andere ist ein Nasenbohrtest. Die Stadträte haben sich, so wie ich das mitbekommen habe, nicht wirklich damit beschäftigt, weil es ja nur eine Vergabe ist. Es ging also nur darum, ja oder nein zu sagen. Ich habe als Bürger und Journalist versucht, in der Sitzung eine Frage zu stellen, mir war das nicht bewusst. Bürger und Journalisten dürfen in der Sitzung keine Fragen stellen, ist verboten. Dann hat mir aber der geliebte Finanzbürgermeister Peter Lahmes von der SPD eingeräumt, großzügig wie er ist, dass ich nach der Sitzung zu ihm kommen darf. Und das tat ich. Also, der Ausschuss für Wirtschaftsförderung hätte diese Vergabe auch ablehnen können. Hat er nicht getan. 15 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung. Und jetzt werden also Selbsttests beschafft und die Ausschussmitglieder haben also ziemlich sicher keine Ahnung, worüber sie da genau abgestimmt haben und dass sie damit diese Testpandemie einfach fortsetzen,
Da drüben war bis vor kurzem, da ist noch ein Testzentrum. Die positiven Rate liegt bei ungefähr 0,5%. Unsere Kinder in den Schulen und Kitas werden auch getestet. Da liegt die positiven Rate laut Sächsischer Zeitung oder DNN, wenn man denen noch glauben kann, bei 0,1 oder sogar 0,03%. Es ist der Wahnsinn. Es ist kein Test positiv, aber wir haben eine ganz hohe Inzidenz. Ganz komische Sache. So, jetzt hat er. Eins noch, ich hatte vor, ich glaube, 5 Wochen genau, ja, heute vor 5 Wochen, mitgeteilt, dass ich ein Bürgerbegehren zur Abwahl unseres geliebten Oberbürgermeisters Ted Hilpert angezeigt habe. Nach 3 Wochen habe ich nochmal nachgefragt und da hieß es, ja, ist eingegangen, wurde vom Rechtsamt geprüft, Sie erhalten in den nächsten Tagen Post, wie Sie die Unterschriftenliste zu gestalten haben. Ich dachte, naja, ein paar Tage, wird schon. Es ist jetzt wieder 2 Wochen her, das heißt, unser geliebter Oberbürgermeister trägt die Verantwortung dafür, dass seine Verwaltung 5 Wochen braucht, um zu prüfen, ob mein Bürgerbegehren rechtmäßig ist und mir Post zuzuschicken. 5 Wochen. Dazu muss man wissen, nach der Anzeige, die ich vor 5 Wochen gemacht habe, habe ich 1 Jahr lang Zeit, Unterschriften zu sammeln, rund 87.000. Ihr könnt alle mitmachen. Demnächst werde ich wohl tatsächlich mal Post bekommen. Dann habe ich aber nur noch 1 Jahr minus 5 Wochen, weil die Verwaltung da nicht auf den Knick kommt. Herzlichen Glückwunsch, geliebter Oberbürgermeister Dirk Hilpert. Demokrat wider Willen. Nee, Demokrat ohne Willen. Egal. So, und jetzt kommen wir tatsächlich nach dem Bürgerbegehren. Ich werde es also über die Querdenker auch kundtun. Ihr werdet rechtzeitig Bescheid kriegen. Was könnten wir selber machen? Ich sage euch, ich pflüge das Ratsinformationssystem, wo sämtliche Unterlagen des Stadtrates, zumindest die, die öffentlich sind, und es sind viele, durchpflüge ich alle 2, 3 Tage, gucke mir an, was wird in den Ausschüssen behandelt, was für Anfragen wurden gestellt bzw. von der Stadtverwaltung beantwortet. Und um es nicht so lang zu machen, ich krieg's alleine gebacken, es ist zu viel. Ich könnte also Hilfe gebrauchen. Gibt es Leute, die sich für Finanzpolitik interessieren, für Verkehrspolitik oder für Klimaneutralität oder auch dagegen? Kommt bitte gerne zu mir und meldet euch, wenn ihr ein Interesse habt. Es ist ein steiniger Weg, die Kommunalpolitik, aber mir macht Spaß. Ich habe einen Narren dran gefressen, ich bin ein Weirdo und Verrückter, was Kommunalpolitik angeht. Und ich kann euch sagen, ich habe Anfang des Jahres 3 Petitionen gestartet und am Donnerstag wurde die letzte davon, und zwar durch einen Stadtratsbeschluss, umgesetzt. Ich habe also bei einer Fraktion meinen Antrag eingereicht und er wurde übernommen. Und der Stadtrat hat mit 64 Ja-Stimmen, ohne Gegenstimme und ich glaube bei 2 Enthaltungen, meinem in Anführungszeichen Ergänzungsantrag zugestimmt. Und die anderen beiden Petitionen hat also die Verwaltung abgebogen in ihre Richtung und hat sie auch positiv beschieden. Und dazu gehört unter anderem, dass es jetzt im Open Data Portal der Landeshauptstadt, also offene Daten, eine Sterbestatistik nach Sterbealter und Geschlecht gibt. Die gab es vorher, soviel ich weiß, noch nicht. Die erscheint jetzt quartalsweise. Auch da könnte ich Hilfe gebrauchen, weil ich bin nur einer und ich bin auch nicht perfekt, auch wenn ich manchmal den Eindruck erwecke. Ich könnte also Hilfe bei Statistiken und beim Lesen von Ratsdokumenten gebrauchen, damit die Bürgerbeteiligung tatsächlich mit Leben von euch gefüllt wird. Ich danke euch fürs Zuhören. Und danke euch, dass ihr gekommen seid. Wir danken unserem Philipp. Und